Heute haben wir mal wieder ein paar aufgebrauchte und aussortierte Sachen. Svenja hat ein bisschen mehr als ich, weil ich habe irgendwie aus Versehen schon ein paar Sachen entsorgt. Man denkt da auch immer nicht dran. Ja, nee. Es ist so, oh, ist leer, schmeiß ich weg. Mhm. Naja. Ja, und du fängst auch an, würde ich sagen. Ja, dann fange ich mal an. Da war im Angebot. Ich habe hier als erstes von Evelyn den Nagellackentferner. Das ist der mit diesem Schwamm oben drin. Und ich finde den mega. Ich finde den richtig cool, aber ich finde es irgendwie auch nach dem zweiten Mal schon eklig, weil man ja seine Finger da immer reinsteckt. Und wenn man so das rauslaufen lässt, dann sieht man halt auch, wie verfärbt dieser Nagellackentferner schon ist. Aber an sich ist der halt ziemlich geil und der ist ziemlich cool für richtig schnell Nagellack entfernen. Nur Glitzernagellack, da reißt man den Schwamm innen drin auf. Dann hat man immer diese Schwammstückchen am Finger. Ja. Dann habe ich von Reval de Loop den Reinigungsschaum. Der ist oben mit so einem, also da kommt halt Schaum raus. Und ich habe den immer unter der Dusche gehabt, weil ich fand, so an sich hatte ich schon das Gefühl, er nimmt das runter, aber er macht mich nicht sauber im Gesicht. So, ja, weiß nicht, deswegen habe ich den immer unter der Dusche stehen gehabt. Und da hat er, glaube ich, das getan, was er sollte. Ich habe von Rituals einen Duschschaum, das ist aus der Happy Buddha Reihe, Sweet Orange and Cedar oder so. Ich weiß es nicht. Davon habe ich so ein ganzes Geschenkset und zum Beispiel auch die Bodylotion. Ich mag diesen Duft einfach. Hä, das Geschenkset hatte ich auch. Das ist mit so einem Body Scrub, aber unter der Dusche. So ein Öl für die Haut. Und so ein Öl für die Haut. Hattest du das auch? Ja, habe ich mir gekauft, weil... Ach, ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich war günstig bei Rituals und ich muss es kaufen. Ich mag halt den Duft richtig gerne. Und ja, was ich nur ein bisschen schade finde, hier sind... Wie viel ist hier drin? Achso, hier sind 50 Milliliter enthalten. Ich glaube, man kommt damit nur so 4-5 Mal hin und dann ist es schon leer. Dann hast du aber immer ganz schön viel benutzt. Also ich habe das schon ganz schön lange gehabt. Ja, aber ich habe es auch nicht so häufig benutzt. Ich finde, es ist halt nicht so, da kommt halt sehr viel raus. So, man kann das nicht ganz so gut dosieren. Ja. Aber ich mag den Duft sehr gerne und das ist toll. Vor allem, da kommt erst so ein Gel raus. Ne? Das ist erst wie so ein Gel, was dann anfängt aufzuschäumen. Genau. Mir ist der Duft zum Beispiel zu intensiv. Ich finde den zwar gut, aber ich finde den sehr intensiv. Dann habe ich das Shampoo von Colorista. Das ist dieses Shampoo gewesen, was extra dafür da ist, um die Farben auszuwaschen. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr die allerersten Videos gesehen habt. Da könnt ihr sehen, dass Shania unten die Spitzen blau hatte. Und bei mir sieht man das nicht, weil ich immer einen Dutt hatte. Und dieses Blau hat sich so hartnäckig gehalten. Das war furchtbar. Und da habe ich mir halt dieses Shampoo geholt, wo man sich eigentlich auch denken muss, wenn es extra schon ein Shampoo für gibt, dann ist es, wäscht sich das nicht von alleine irgendwie raus. So wie es gesagt wird. Ja, das Shampoo war auf jeden Fall, hat wirklich gut geholfen, diese Farbe rauszukriegen. Und war halt ein Shampoo. Ich habe auch ein Shampoo und zwar aus der Wahre Schätzreihe, das mit Ahornbalsam, Rizinusöl und Ahornsirup. So an sich finde ich von Garnier die Shampoos immer ganz gut. Was ich hier überhaupt nicht mag, so, ich habe dran gerochen in DM und dachte so, oh, das riecht aber lecker. Aber wenn ich das in der Dusche einschäume, dann kriegt das so ein ganz... Oh, dann finde ich auch immer den Geruch ganz furchtbar. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber... So riecht es ganz gut eigentlich. Also ich konnte das nicht... Also ich habe es gekauft, dann ein bisschen benutzt und meine Mitbewohnerin hat das jetzt aber aufgebraucht, weil ich diesen Duft einfach nicht abkonnte, wenn ich das eingeschäumt habe. Das ist ganz seltsam. Hm. Schade eigentlich. Aber jetzt ist es leer. Ich habe auch noch ein ganz altes Produkt jetzt endlich mal aussortiert. Von Garnier Fruchtig, das Oil Repair für trockenes und strapaziertes Haar. Das ist eine Sofort-Repair-Kur, ohne Ausspülen. Die ist eigentlich noch, die ist noch bis hierhin voll, aber ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht benutzt. Das war so, stand da immer rum und ich habe es einfach nie benutzt, immer nur so zwischendurch. Das ist halt... Ich finde die Verpackung auch komisch. Man zieht das hier oben so auf wie bei so einer Spüli-Flasche. Und dann ist es so eine Creme. Der Duft ist auch ganz okay, aber das ist, glaube ich, es ist langsam umgekippt. Also, das hat mich irgendwie nicht angemacht. Naja, aussortiert. Dann habe ich auch mal meine Make-up-Produkte durchgeschaut. Und dann habe ich hier von P2 den Eyeliner-Pen in der Farbe Pearl Taupe.
Und das ist so ein Filz-Eyeliner gewesen mit so einer Filzspitze. Und ich mochte die Farbe, also ich glaube, den gibt's nicht mehr. Aber ich mochte die Farbe so, so gerne für meine Augenbrauen. Also ich fand den für die Augenbrauen total toll. Dafür habe ich den immer benutzt. Gar nicht als Eyeliner, sondern als Augenbrauenstift. Aber er ist leider leer gegangen und ich glaube, es gibt den nicht mehr. Schade, Schokolade. Ich habe auch etwas aussortiert und zwar eine Mascara von P2. Das ist die Glam Deluxe Highshine Lecke Mascara. Also ich weiß nicht, die liegt jetzt bestimmt schon ein Jahr in... Ja, aber die Bürste sieht geil aus. Ja, also ich weiß nicht, die liegt da schon richtig lange rum. Das soll so ein Latex-Effekt oder sowas, glaube ich, sein. Ich komme damit nicht zurecht. Ich habe es so oft probiert. Die macht einfach gar nichts. Die ist halt, eigentlich könnte man sie auch noch benutzen, weil sie jetzt noch nicht eingetrocknet ist oder so. Aber ich weiß nicht, die tut irgendwie nichts für meine Wimpern. Darf ich die ausprobieren? Ja. Dann probiere ich sie aus. Dann habe ich von L'Oreal El Vital das Color Glanz. Das ist, glaube ich, auch eine Kur zum Ausspülen. Mit so einem, kann man halt hier so sprühen wie bei so einem Glasreiniger. Und das mochte ich überhaupt nicht. Ich habe auch so lange gebraucht, bis ich das leer gekriegt habe, weil da kommt so ein Strahl raus. Da kommt kein Sprühnebel oder sowas raus, sondern so ein Strahl. Ich mochte es einfach nicht. Ich fand es nicht gut. Hatte ich mal in der Glossybox drin und da bin ich auch ganz froh, das nicht gekauft zu haben. Auch noch was für die Haare und zwar von Pantene Pro-V aus der Repair and Care Reihe, die Pflegespülung. Also das ist so ein Shampoo und so eine Spülung, die ich immer wieder nachkaufe. Hast du die nicht im letzten DM-Haul so fellmäßig gekauft? Ja genau, da wollte ich eigentlich das Shampoo kaufen, weil ich das immer benutze und habe dann die Spülung gekauft. Aber ich mag den Duft, ich mag die Pflegewirkung, ich komme damit gut zurecht und... Ich mochte das gar nicht. Ich habe das auch oder habe es jetzt auch leer gemacht. Und ich mag das nicht, wenn Spülungen so auf der Haut bleiben. Wenn du dann so über die Haut drüber fährst und die Haut ist so glatt. Dann, ich hatte das immer Gefühl, ich brauche 15 Minuten dieses Zeug da abzuspülen und aus meinen Haaren zu spülen. Dann hatte ich eine Probe auch in der Glossybox von Kneipp, dieses Cremeöl-Peeling. Und also das ist mit Mandelmilch und Mandelöl. Ein sanftes Zuckerpeeling und nährender Ölcreme. Und ist der Hammer. Ich fand das so cool. Ich hatte das auch in einer Glossybox und ich habe das aber noch nicht ausprobiert. Ich bin ja auch mal gespannt. Probier das aus. Das ist so toll. Ich mag das richtig, richtig gern. Bist du bestimmt mehrmals mit hingekommen, oder? Ja, ich habe das, glaube ich, dreimal habe ich diese Probe, glaube ich, benutzt. Nee, zweimal. Zweimal. Weil man benutzt schon, wenn man halt irgendwas gern hat, dann benutzt man davon auch so viel. Also, das kann ich echt nur empfehlen. Das ist mega. Ich habe zwei Masken aufgebraucht. Einmal von Alverde eine Feuchtigkeitsmaske für trockene Haut mit Bio-Wildrose und Bio-Shea-Butter. Ich mag den Duft gar nicht und ich mag auch eigentlich keine Naturkosmetik, weil... Ich weiß auch nicht, ich hatte einmal ein Erlebnis, da ist mir was umgekippt, obwohl ich das erst 2 Monate hatte. Es hat geschimmelt oder so, das war ganz eklig. Und diese Maske fand ich aber mega gut. Die hat nicht gebrannt und ich habe halt sehr sensible und empfindliche Haut, aber die war super. Die hat nicht gebrannt, die hat das Gesicht schön gepflegt, die Haut schön gemacht. Ah, die hat diesen typischen Rose geduft. Ja, das stimmt, aber ich habe das gar nicht mehr so gerochen. Also als es auf meinem Gesicht war, habe ich es nicht mehr so doll gerochen. Hm, das ist gut. Und dann hier noch von Schebens eine Augen- und Lippenmaske. Die ist auch voll klein. Ja, dieses kommt in so einem Viererpack. Ja, die ist, ja, hat auch nicht gebrannt oder so, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass meine Augen und meine Lippen super gepflegt sind. Würde ich mir, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Ich habe als nächstes von Isana Young diese Aktivkohle-Nasenstripes. Diese Nasenstreifen. Und das war eine limitierte Edition, aber ich kann mir vorstellen, dass die immer noch zum Teil da ist. Ja, also kann man die normalen auch kaufen. Also ich versuche es immer wieder mit diesen Mitesser-Dingern, aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Aber es macht halt auch Spaß. Also ist ganz witzig, aber man kann sich auch die normalen kaufen. Dann habe ich noch was aufgebraucht und zwar das Balea Reinigungsöl. Das habe ich auch schon nachgekauft. Also du hast mir das, glaube ich, in dem DM-Haul gekauft. Ja. Hier ist jetzt auch noch so ein ganz bisschen drin. Ja, aber ich glaube, das habe ich schon öfter gesagt. Seitdem ich es habe, benutze ich nichts anderes mehr. Und ich finde das super. Das entfernt alles, auch wasserfeste Mascara und sowas. Finde ich sehr gut und wird definitiv immer wieder nachgekauft. Ja, ich mag das auch sehr gern. Dann habe ich
nur leer gemacht, weil ich es schon nachgekauft habe. Von Tracklemoon. Die Coconut Island Duschcreme. Und ist einfach so toll, ne? Ich brauche nichts dazu sagen mehr, glaube ich. Man muss halt Kokos mögen. Ich finde den Duft nicht schlecht, aber das wäre jetzt nicht so, womit ich mich unbedingt duschen müsste, weil ich halt nicht ganz so doll auf Kokos stehe. Ja, ich mag es halt mega gern. Und Tracklemoon ist sowieso meine Marke. Wurde schon nachgekauft. Ich habe auch eine Cremedusche und zwar von Palm Olive, die Body Butter Cremedusche in Vanilla Pleasure. Ich hatte davon mal das Schoko-Shampoo und es hat so gut nach Schokolade gerochen. Es war so lecker. Und dann habe ich jetzt mal Vanille geholt. Ja, das riecht ganz gut. Aber das ist jetzt halt auch sowas, das würde ich mir nicht unbedingt nochmal nachkaufen. So, ich fand den Duft ganz angenehm, aber ja, ist jetzt leer und dann wird es auch erstmal nicht mehr nachgekauft. Dann mache ich mal weiter mit Dusche. Und zwar habe ich von, weil natürlich schon nachgekauft, von Original Source das Kirsch und die Kirsch- und Mandelmilch. Ich habe jetzt leider unten den Deckel nicht mehr dran, weil mir das beim Einkaufen hier an der Seite gerissen ist. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und dann habe ich immer unten nur so rausgekippt, weil wenn man gedrückt hat, ist es an der Seite mal rausgelaufen. Und ja, es ist halt, es riecht nach Kirsche und Mandeln und es ist mega lecker. Und Original Source ist wie Tracklemoon. Meine Marke. Ja, sehr empfehlenswert. Dann habe ich noch einen Concealer, der war im Angebot, deswegen habe ich mir auch gekauft von Reval de Lubiac. Den BB Corrector 3 in 1 in der Farbe 02 Medium. Da ist auch vorne so ein Schwämmchen drauf. Aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Augenlöscher von Garnier ist der, glaube ich, ne? L'Oreal. Von L'Oreal. Und es hat schon eine dunkle Farbe. Den habe ich mir auch für den Sommer gekauft, weil ich da nicht so gern gehighlightet bin unter dem Auge, sondern eher, da mag ich das lieber, wenn es einfach nur abgedeckt ist. Aber ich komme nicht mit dem zurecht. Ich habe es immer wieder probiert und ich finde den, ich mag den nicht. Habe ich den nicht im letzten aufgebraucht und aussortiert Video aussortiert? Nee, das war von Essence einer. Aber ich hatte den auch und ja? Ich finde den auch nicht gut. Nee. Dann liegt der da bestimmt noch irgendwo, aber ich mag den auch nicht. Der ist irgendwie, der ist nicht toll. Ich habe auch noch was ausprobiert, das habe ich auch im Ausverkauf für 1,50 Sonderpreis gekauft. Das hatte ich mir auch mal gekauft. Von Essence Blossom. Blossom Dreams. Genau, die Blossom Dreams LE. Das ist ein Blush, aber irgendwie, der macht halt irgendwie nichts. Das ist halt eher wie so ein Puder, habe ich das Gefühl. Mhm. Das ist viel zu hell. Also, es ist für mich keine Blushfarbe. Ja, ich wollte den im Winter nochmal ausprobieren. Ja, weil ich habe auch das Problem, dass der einfach, wenn man den als Rouge macht, der gar nichts. Nee, vielleicht so als dunkleren Highlighter, aber sonst wüsste ich nicht, was ich, also, nee. Nee, mag ich nicht. Mag ich nicht. Dann habe ich von Dove eine Dermaspa intensiv verwöhnende Bodylotion. Ich kriege Bodylotion so selten leer. Also bei der habe ich mich auch echt zusammengerissen. War das in der Glossybox? Ja, war auch mal in der Glossybox. Ja, hat halt den typischen Dove-Geruch. Aber angenehm, finde ich. Ein bisschen war noch drin. Ach ja. Und ich fand die auch schön. Also die, ich fand, die hat ein angenehmes Hautgefühl gemacht. Die hat ganz gut gerochen, ist recht gut eingezogen. Und die hat mir sehr gut gefallen. Dann noch eine Probe, auch in der Glossybox gewesen, von Tetisep, das Hallo Sonnenschein Limette Ingwer. Ist auch ein Duschgel. Oh, den Geruch fand ich so widerlich. Also die Probe habe ich auch noch rumliegen, weil sie halt immer Glossybox. Ja, kann man noch so ein bisschen riechen, aber also ich mag Ingwer, glaube ich, nicht so gern. Und Limette zwar schon, aber oh, das tropft. Ja, weil ich es abgewaschen habe. Mit Wasser, das kann nur Wasser sein. Also es schäumt ganz normal auf und es macht auch sauber, aber den Geruch fand ich echt sehr, den muss man mögen. Also vorher einmal dran riechen am besten, weil der ist echt intensiv. Mochte ich überhaupt nicht. Kommen wir schon zu meinem letzten Produkt. Also hier ist jetzt noch was drin. Das war allerdings von Ghoul so ein Set. Da war noch so eine kleine Reisegröße mit dran. Und die Reisegröße habe ich aufgebraucht.
Das ist das Tiefenaufbau-Shampoo für beanspruchtes, strapaziertes und geschädigtes Haar mit Monoi-Öl. Was auch immer das ist. Ich mag den Duft sehr gerne. Ich finde Ghoul-Shampoo sowieso immer eigentlich voll cool. Ich hatte davon mal ein Volumen-Shampoo, das war echt voluminös. Ich habe Ghoul irgendwie, oh, das ist immer so eine Marke, gut, die ich irgendwie so gar nicht beachte. Und dann habe ich das aber gekauft, weil ich sowieso noch so eine Reisegröße gebraucht hatte. Und das ist auch dieser Duft, der bleibt in meinen Haaren. Ich wasche meine Haare nur alle 2-3 Tage. Aber das riecht tagelang, bleibt das in den Haaren. Ich finde das richtig krass, das ist wie so ein Haarparfüm. Ja, es riecht auch echt gut. Das macht die Haare sehr schön sauber, lässt die auch nicht schneller nachfetten als sonst. Das mag ich wirklich sehr gerne. Dann habe ich ein Deo von Duschdas mit Magnolia. Das ist, glaube ich, diese Blüte, die hier vorne drauf ist. Das mochte ich auch ganz gern, fand das immer ganz schön und angenehm. Ich glaube, das riecht nicht so, wie es da, glaube ich, gerade riecht. Da kommt gleich noch ein bisschen. Oh, es riecht sehr dezent. Pudrig. Pudrig? Ja, steht halt blumig, frischer Duft. Blumig ist es, aber auch dezent. Also mochte ich auch ganz gern. Und als letztes ist aussortiert von Manhattan das Augenbrauen-Set, das Eyebrow-Kit. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich weiß es nicht so. Also, das ist das, was ich ausgesucht habe im DM für sowas auf Svenjas Wunschliste stand. Genau, in der 20€ DM-Haul-Challenge. Mir ist es zu dunkel, obwohl ich relativ dunkle Augenbrauen habe für eine Blondine. Aber es ist irgendwie auch so ein bisschen rotstichig gewesen und ja, irgendwie mochte ich das nicht so gern. So, das war wieder ein ganz schön langes Video. Wir sammeln ja auch immer fleißig. Vielleicht sollten wir das mal irgendwie öfter machen. Ja. Wenn ihr vielleicht öfter ein aufgebraucht und aussortiert Video sehen wollt, dann tun wir euch mal, einen Daumen könnt ihr natürlich auch immer nach oben geben, aber wir tun euch mal, ich weiß nicht in welcher Richtung es ist, machen wir mal so eine kleine Abstimmung. Da könnt ihr mal Ja oder Nein sagen, ob ihr das öfter sehen wollt. Dann tun wir auch weniger Sachen in ein Video rein. Und dann geht das auch ein bisschen flotter. Donnerstag sehen wir uns wieder mit meinen Augenbrauen. Und dann bis dahin. Tschüss. Tschüss.